Hallo und herzlich willkommen. Wenn Sie auf Ihr Bibliothekskonto zugreifen wollen, um zum Beispiel die Leihfrist für ein Buch zu verlängern, loggen Sie sich hier im Suchportal ein. Links im Menü können Sie auswählen, welche Informationen angezeigt werden sollen. Bei Ihrer Ausleihe verlängern bekommen Sie alle Ihre ausgeliehenen Titel angezeigt mit dem jeweiligen Rückgabedatum. Sie sehen, wie oft Sie selbst schon verlängert haben und ob eventuell Vormerkungen drauf sind. Ganz wichtig, hier an dieser Stelle können Sie Leihfristen verlängern. Das heißt, entweder Sie klicken einzelne Titel an und Sie sehen auch, bei diesem wäre keine Verlängerung mehr möglich, weil eine Vormerkung drauf ist. Oder wenn es eine längere Liste ist, gehen Sie hier auf Alle auswählen, dann Frist verlängern, bestätigen das Ganze mit Ihrem Passwort nochmal und erhalten dann eine Rückmeldung, wie viele Titel verlängert wurden. Am besten nochmal das Rückgabedatum kontrollieren. Falls es eben nicht funktioniert, kann es daran liegen, dass eine Vormerkung drauf ist, wie in diesem Fall. Aber auch zum Beispiel Lehrbücher können grundsätzlich nicht verlängert werden. Die Leihfrist kann prinzipiell bis zu 5-mal um jeweils 28 Tage verlängert werden, bei Kurzausleihe entsprechend der Frist für die Kurzausleihe. Und wichtig ist noch, dass die Verlängerung nur innerhalb der Leihfrist möglich ist, also nicht, wenn vielleicht schon eine Mahnung angefallen ist und ab dem Tag zählt, an dem Sie die Verlängerung durchführen. Dann können Sie sich auch anzeigen lassen, welche Titel Sie bestellt oder vorgemerkt haben. Zuerst sehen Sie die Bestellungen und können im Status der Bestellung auch sehen, ob das Buch für Sie bereits abholbereit ist. Bei den vorgemerkten Titeln sehen Sie, wann die Leihfrist des derzeitigen Ausleihenden endet und in welcher Position Sie in der Warteschlange sind. Hier können Sie prüfen, ob und in welcher Höhe Gebühren auf Ihrem Bibliothekskonto sind. Sie können die Gebühren, die zum Beispiel bei Mahnungen anfallen, sowohl in der Zentralbibliothek als auch den großen Bereichsbibliotheken bezahlen, also unabhängig davon, wo Sie fällig geworden sind. Hier unter persönliche Angaben können Sie sehen, welche Post und eventuell auch Mailadresse bei uns hinterlegt ist. Falls die Postadresse mal geändert werden soll, wenden Sie sich bitte an die Information, da wir als Nachweis für die neue Adresse dann Personalausweis oder Meldebescheinigung sehen möchten. In diesem Fall ist noch keine Mailadresse hinterlegt, sodass wir das nachholen könnten über Adresse ändern. Wir geben hier die Mailadresse ein. So, bestätigen das Ganze auch mit dem Passwort, abschicken. Und wenn wir jetzt nochmal auf die persönlichen Angaben gehen, sehen Sie, dass die Mailadresse hier jetzt auch auftaucht. Für Studierende der Goethe-Uni wird automatisch die universitäre Mailadresse, also @stutt.uni-frankfurt.de von der Uni übernommen. Wenn Sie eine Mailadresse grundsätzlich bei uns hinterlegt haben, hat das mehrere Vorteile. Sie werden vor Ablauf der Leihfrist per Mail an die Rückgabe erinnert und Sie bekommen auch eine Information, wenn vorgemerkte Bücher für Sie bereit liegen, weil wir bei denen ja nicht wissen, wann es zurückkommt. Außerdem können Sie nur Ihr Passwort selbst zurücksetzen, wenn Sie bei uns eine Mailadresse angegeben haben. Wenn Sie sich über den Stand von Fernleihbestellungen informieren sollen, kommen Sie über diesen Link direkt ins Hebes-Portal. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn Sie eingeloggt sind, Suchanfragen zu speichern für eine spätere erneute Suche. Das macht natürlich am meisten Sinn, wenn Sie verschiedene Voreinstellungen vorgenommen haben, also Einschränkungen und Ergänzungen, etwas kompliziertere Suchen. Sie haben in Ihrem Konto auch die Möglichkeit, eine oder sogar mehrere Merklisten zu hinterlegen. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie sich in einem eigenen kurzen Tutorial dazu informieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.